Dankeschön. Here we go! Wow. Ja, ich studiere in Dortmund mit meinen 54 Kommilitonen, deswegen ist das ziemlich heftig hier. Sind Lehramtsstudenten unter euch? Geil. Ein guter Freund von mir hat auch angefangen, er hat auf Grundschullehramt studiert und er ist vor 2 Wochen verschwunden. Und ich möchte euch die letzte E-Mail aus seinem Postausgang vorlesen. Liebe Eltern, wie mir zu Ohren gekommen ist, sind im Anschluss an den gestrigen Elternabend noch offene Fragen geblieben. Die meisten scheinen sich darum zu drehen, warum ich zum Ende unserer Versammlung schreiend mehrere Runden um den Stuhlkreis gerannt bin, um im Anschluss den Klassenraum durch das geschlossene Fenster zu verlassen. Nachdem ich heute ein aufschlussreiches Gespräch mit dem Rektorat und der Schultherapeutin hatte, werde ich selbstverständlich versuchen, diese Frage zu beantworten. Der Grund sind Sie. Da wäre als erstes Herr Schuster, mein guter Freund. Wenn Sie sich in Zukunft nicht mehr über die schlechten Noten unter den Hausaufgaben Ihres Sohnes ärgern wollen, gebe ich Ihnen einen gut gemeinten Rat. Hören Sie auf, sie für ihn zu schreiben, sonst wird Ihr Kind mal genauso bekloppt wie Sie. Apropos Hausaufgaben, Frau Ziegler, wir sind keine Waldorfschule. Wenn Ihre Tochter statt Mathehausaufgaben zu machen, lieber mit ihren 12 Geschwistern Laub presst oder Kastanientiere bastelt, dann soll sie das machen. Eine Note in Mathe bekommt sie trotzdem, und zwar eine schlechte. Und das Chi Ihrer Tochter kann mich mal. Außerdem unterlassen Sie es bitte, Sätze, die Sie zu mir sagen, mit den Worten "unter uns Kollegen" anzufangen. Unter uns Kollegen am Arsch. Ich habe auf Lehramt studiert. Sie sind die ehrenamtliche Leiterin der Kartoffeldruck AG. Wir sind keine Kollegen und wir werden es auch nie sein. Außerdem möchte ich nicht, dass jemand denkt, ich würde Sie privat kennen. Hören Sie in Gottes Namen also auf, mich zu duzen. PS, Alraune ist kein Vorname, sondern ein verficktes Nachtschattengewächs. Ihre Tochter wird es sehr schwer im Leben haben. Dann zu Ihnen, Frau Lehmann, Sie alte Glucke, um die Schlüsselantworten gleich vorwegzunehmen. Erstens, ja, Ihrem Kind geht es gut. Zweitens, nein, unsere Schule ist ein Neubau, ich schließe eine Asbestbelastung der Wände vollkommen aus. Drittens, oh ja, ein Veggie, der in der Schulkantine klingt unfassbar wild, bitte erzählen Sie uns mehr davon. Viertens, nein, Sie bekommen keine Einsicht in das Führungszeugnis unseres Schülerlotsen. Wozu auch? Selbst ohne Schülerlotse wäre Ihr Kind nie überfahren worden. Auf dem Weg zur Schule zieht es nämlich eine Schneise der Verwüstung hinter sich her, weil alle anderen Verkehrsteilnehmer erblinden angesichts des gleißenden Lichtes der Reflektoren auf seinen Warnwesten und der wild blinkenden Kopftaschenlampe in seiner Fresse. Die Zahl der Auffahrunfälle vor unserer Schule hat sich seit dem ersten Schultag Ihres Sprösslings verdreifacht. Übrigens, Ihre veganen Haferkekse schmecken scheiße und sind hart wie Beton. Ich habe 2-mal in meinem Leben versucht, einen davon zu essen. Seit dem ersten Versuch trage ich vorne links eine Zahnkrone. Beim 2. Versuch habe ich den Keks prophylaktisch am Stück geschluckt. Und wissen Sie was? Ich habe ihn noch am selben Abend en bloc wieder ausgeschissen. Und zum Abschluss mein Liebling, Herr Doktor, Doktor von Hallersleben. Woher weiß man, dass jemand Jurist ist? Genau, er erzählt es einem. Und wissen Sie was? Es ist mir trotzdem scheißegal. Verklagen Sie mich doch. Ich bleibe bei meiner Meinung. Ihr Sohn ist nicht, wie Sie immer behaupten, emotional instabil, weil er hochbegabt und in der Schule unterfordert ist. Ihr Sohn ist schlichtweg ein komplett verkapptes Arschloch. Und seit ich Sie kenne, weiß ich auch warum. Als Sie gedroht haben, Ihren Miniaturterroristen von der Schule zu holen, habe ich nicht vor Verzweiflung geweint. Das waren Freudentränen. Sie alle, kleinkarierte Klugscheißer, asoziale Anthroposophen, hysterische Helikoptereltern und adelige Anwälte, fickt euch! Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Müller-Lilienthal, die wird ab der kommenden Woche die 2C übernehmen. Ich bin jetzt im Sabbatjahr. Guten Abend.